Willkommen bei Mathematik macht Freude, Freunde. Mein Name ist Laura und ich darf euch durch das Arbeitsblatt Graphen der Winkelfunktionen begleiten. Dazu möchte ich euch bitten, das Arbeitsblatt entweder digital oder ausgedruckt vor euch zu haben. Ihr findet dieses und viele weitere Materialien unter dieser Website. Nach diesem Video kannst du den Graphen der Sinusfunktion zeichnen und du kannst die Nullstellen und Extreme ablesen. Außerdem werden wir etwas vom Arbeitsblatt Winkelfunktionen am Einheitskreis wiederholen. Jedem Winkel x Element aus Nullrad bis 2π-Rad entspricht genau ein Punkt P am Einheitskreis. Um die Koordinaten des Punktes P zu finden, erinnern wir uns an das Arbeitsblatt Winkelfunktionen am Einheitskreis. Falls du dieses noch nicht durchgearbeitet hast, möchte ich dich an dieser Stelle dazu ermutigen. Du findest es ebenfalls online mit den anderen Materialien. In dem Arbeitsblatt lernst du, dass der Wert der x-Koordinate, hier blau eingezeichnet, Cosinus von Alpha beträgt und der Wert der y-Koordinate, hier rot, Sinus von Alpha beträgt. Die Koordinaten unseres Punktes P sind also Cosinus von Alpha, Sinus von Alpha. Wenn wir nun den Winkel x haben, hat der Punkt P am Einheitskreis die Koordinaten P, Cosinus von x, Sinus von x. Die Sinusfunktion ordnet jeden Winkel x gemessen im Bogenmaß die zugehörige y-Koordinate am Einheitskreis zu. Für den nächsten Schritt möchte ich dich bitten, die GeoGebra-Datei zu diesem Arbeitsblatt zu öffnen. Klicke hierzu in der PDF-Datei zu diesem Arbeitsblatt auf dieses Symbol. Pausiere nun das Video und bewege den roten Punkt in der Datei, um den Graphen der Sinusfunktion zu erzeugen. In dieser Grafik siehst du einen Einheitskreis und den dazugehörigen Graphen. Unser Winkel x wird im Bogenmaß eingezeichnet und hier abgetragen. Sinus von x ist unsere y-Werte. Vergrößern wir nun den Winkel x hier im Bogenmaß und tragen ihn erneut ab und betrachten erneut Sinus von x hier, erhalten wir einen weiteren Punkt auf unserer Kurve. Wir vergrößern unseren Winkel erneut. Hier ist unser Wert für Sinus von x negativ. Das spiegelt sich auch in unserem Graphen Sinus von x. Nun sind wir im letzten Quadranten angelangt. Und auch diesen können wir wieder eintragen. In der GeoGebra-Datei siehst du sehr schön, wie die blaue Kurve entsteht, wenn du den roten Punkt entlang des Kreises bewegst. So, betrachten wir die letzte Grafik etwas genauer.
Im Intervall 0 Rad bis 2 Pi Rad hat die Sinusfunktion 0 Stellen bei. Ich möchte dich hier nun auffordern, das Video zu pausieren und dir selbst zu überlegen, wo die Nullstellen und lokalen Extrema der Funktion sind. Die Nullstellen der Funktion befinden sich hier und hier, also dort, wo unser Graph die x-Achse schneidet. Also sind unsere Nullstellen bei x ist gleich 0 und x ist gleich Pi. Die lokalen Extrema befinden sich hier und hier. Ein lokales Maximum im Punkt P ist also Pi halbe, 1, und ein lokales Minimum im Punkt Q ist 3Pi halbe, minus 1. So, das war der erste Teil zum Arbeitsblatt. Es freut mich, dass du mitgemacht hast. Bis zum nächsten Mal.